Dieser Hund rettete seinem Besitzer das Leben, doch dann passierte das. Michael und sein Hund Zeus waren ein perfektes Team und sie liebten es, miteinander spazieren zu gehen. Aber an diesem Tag geschah etwas Tragisches. Nachdem sie vom Spaziergang wiederkam, wollte Michael das Dach reparieren. Als er auf die Leiter steigen wollte, reagierte sein Hund sehr seltsam. Er bellte und versuchte sogar Michael davon abzuhalten, auf das Dach zu klettern. Dann passierte es. Michael ist von der hohen Leiter gefallen und lag bewusstlos vor dem Haus. Er wurde sofort in das Krankenhaus eingeliefert, doch er musste ins Koma versetzt werden. Nach 2 Jahren ist er immer noch nicht aufgewacht. Die Ärzte sagten der Familie, dass es vielleicht besser wäre, wenn Michael eingeschläfert werden würde. Als die Sanitäter Michaels Zimmer betraten, begann Zeus zu bellen und wütend zu knurren. Er fletschte sogar seine Zähne und drohte sie zu beißen, wenn sie versuchten, näher an den Mann heranzukommen. Der Hund wollte den Ärzten etwas sagen. Und ihr werdet nicht glauben, was dann noch passierte. In den Kommentaren gibt's die komplette Story.